Willkommen zur Bundesliga und damit willkommen zum 32. Spieltag. Heute als die Begegnung FSV Mainz 05 gegen den FC Schalke 04. Die Meisterschaft ist bereits durch. Ja, der Abstieg ist eigentlich auch soweit durch. Ja, aber die restlichen Plätze sind noch wichtig, auch wenn diese Partie für diese beiden Teams eher unter der Kategorie unwichtig. Man betiteln kann. Beide Teams, boah, relativ sicher in ihren Positionen, die Mainzer unten in der Tabelle gefestigt. Der FC Schalke 04 im letzten Spieltag deutscher Meister geworden, hat dementsprechend die Tabelle. Meisterschaft ist fix, da braucht man nicht mal dran rütteln. Die Frage ist einfach nur noch, mit wie vielen Toren schaffen sie die 100? Das ist die große Frage heute gegen den FSV Mainz 05. Ja, im Hinspiel gab es eine Niederlage für den FC Schalke. Mal gucken, ob es heute anders läuft. Im DFB-Pokal gab es ja einen Sieg für die Schalker, in der Liga eine Niederlage. Die einzige Niederlage für die Schalker in dieser Saison bisher. Mal gucken, ob das jetzt die zweite wird, weil Mainz natürlich motiviert war und auch ist. Bei den Schalkern, Meisterschaft ist durch. Da ist natürlich dann die große Frage, was kann man dann noch erreichen? Der Trainer wollte mindestens die 100 Tore. Mal gucken, ob Marcus Rashford dazu heute beitragen kann. Die Aufstellung vom FSV Mainz 05. René Adler wieder im Tor. Dann die klassische Fünferkette, die interessanterweise oft gegen die Schalker mittlerweile genutzt wird. Das Vierer-Mittelfeld. Und Gudetti wieder vorne im Sturm. Der Torschütze im Hinspiel, der die Niederlage den Schalkern beibringen musste. Auf der anderen Seite beim FC Schalke 04 lange ein Tor in der Liga. Fragezeichen lag einfach daran, dass der Trainer bereits ihm gesagt hat, du darfst nicht im Pokalfinale ran. Also heute in der Liga das Spiel für Langer. Die restlichen Positionen bereits bekannt. Und dann die erste Möglichkeit gleich am Anfang des Spiels. Pucki und Adler zur Stelle. Öztunali rüber, Sinclair, Großchance für Mainz. Die haben gleich am Anfang mal richtig Druck gemacht, den deutschen Meister hier gefordert, frei, Sololauf, Gudetti, der Schwede mit der Riesenmöglichkeit zum nächsten Tor, davor war es abgepfiffen, denn es war abseits, Riesenchance. Dann gab es Ewigkeiten überhaupt nichts. Zweite Halbzeit sind wir bereits. Und Langer wieder zur Stelle. An den kam einfach niemand dran vorbei. 75. Minute. Goretzka, Leon Goretzka, 1-0 Schalke. Na, da fiel doch endlich das Tor. 75. Minute. Das Spiel hat sich lange Zeit im Mittelfeld abgespielt. Die Mainzer immer wieder bemüht in Richtung Tor vom FC Schalke 04 zu kommen. Aber man kam einfach dadurch die Abwehr nicht durch. Und dann haben die Mainzer auch ein bisschen defensiver umgestellt und zack, klingelt es hinten. Der Kapitän macht das Tor. Und FC Schalke führt hier ein Spiel, was sie eigentlich nicht führen sollten. Bis auf wenige Szenen eher Mainz aktiv gewesen. Treffer Nummer 14 in dieser Saison. Nächste Möglichkeit direkt nach Wiederanstoß. Fischer auf Gudetti zurück. Fischer mittlerweile eingewechselt im Mittelfeld für Sinclair. Paschefett hat super funktioniert, aber da sieht man jetzt auch, warum die Abwehr so gut funktioniert hat. Heute beim FC Schalke, die standen alle einfach gut. Dann kurz vor Ende des Spiels gibt es vielleicht sogar noch das Unentschieden. Gudetti gegen Engel und Engel mit einer richtig guten Abwehr und dann war's das. Schalke gewinnt hier gegen Mainz mit 1-0. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. So, und damit zurück zur Tabelle und wir sehen in der Tabelle, ja, na, 94 Tore haben wir, 6 fehlen noch. Schaffen wir diese 6 Tore? Das werdet ihr in den nächsten Teilen sehen. Also, macht's gut.